Sie hören Oberpfälzisch für Fortgeschrittene. Welsner den ganzen Tag so ringen mag. Übersetzung: Wie es nur den ganzen Tag so regnen mag. Das war Oberpfälzisch für Fortgeschrittene. Peace und hallo und herzlich willkommen auf dem Konol. Ich habe nachgeguckt, Fockerchens Heimfahrt Teil 46. Ach, ich fahre heute nicht von Siemens weg, weil ich war noch auf der Bank. Ich mache nämlich einen persönlichen Bankrun. So, jetzt müssen wir bloß warten, bis die alle vorbei sind. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ich wieder da bin. Fockerchens Heimfahrt Teil 46. Wollte ich jetzt auf die Schnelle machen, all dieweil. E-Mobilität kommt langsam in die Puschen. Und zwar sage ich das nicht einfach so, weil ich das so sage, sondern ich sage das halt so, weil ich so sage. Es geht darum, dass ich bei Siemens ja immer wieder angesprochen werde, ey, was da, ja, super, oder irgend sowas kommt immer. Aber von dem gehen immer mehr Leute auf, ey, super. Ja, immer mehr Leute kaufen bei uns E-Autos. Und es hat wahrscheinlich nicht einmal was damit zu tun, weil wir ein Elektronikkonzert sind. Weil wir ein Elektronikkonzern sind. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, sondern weil die Leute langsam dahinter kommen, dass es vielleicht doch nicht ganz so blöd ist. Ich habe jetzt momentan unheimlich viele Leute, die sich jetzt Gedanken machen, die dann sagen, ey, du hast doch ein bisschen Ahnung, pass mal auf, wie ist denn das, so und so, das und das. Dann erkläre ich das und dann sagen die, ey, das ist eigentlich nicht einmal schlecht, das dauert mir voll lange, auch von den Kilometern her, und ich habe ja daheim eine Solaranlage und die läuft jetzt demnächst aus und was mache ich denn damit und. Achtung, jetzt kommt erst einmal ein bisschen Lärm. Das will ich eigentlich so gar nicht. Moment. Zack und zack. So. Leise. So. Ich habe eine Solaranlage, die ist jetzt schon, keine Ahnung, wird jetzt 20 und jetzt läuft die aus. Also der Vertrag. Und was mache ich denn jetzt mit dem Strom? Ich kriege nicht mehr recht viel, eigentlich kriege ich gar nichts mehr. Und jetzt werden immer mehr Leute aufmerksam und sagen, hey, bevor ich mir jetzt einen Akku dafür kaufe und damit dann mein Haus befeuere, könnte ich das Gleiche doch mit dem Auto machen. Und viele haben zum Beispiel diese VW-Drillinge im Blick, weil die sagen, du, für das Geld mit der Förderung kriege ich ja niemals so einen Akku. Der VW Up, Arbeitskollege von mir, er sieht mich ja immer und er weiß, wen ich meine, gell? Der werdende Vater, Doppelvater. Und der hat sich einmal mit mir ein bisschen unterhalten, hat gesagt, Mensch, du, pass auf, wie schaut's denn aus? Was meinst du denn? War das was für mich? Dann sind wir ein bisschen durchgegangen, haben die Kilometer so angeschaut und dann hat er das Auto mal Probe gefahren. Und das einzige Problem, was er gehabt hat, dass er das Auto erst einmal nicht bestellen hat können. Weil er war Feuer und Flamme, für ihn reicht es zum täglichen Pendeln. Der kann in der Arbeit laden, der kann zu Hause laden, weil er auch Photovoltaik hat. Und er hat dann gesagt, Mensch, das wird ihm völlig ausreichen, auch von der Leistung her, von der Größe her, von dem Auto. Und hat sich einen Skoda Citygo, was der so? Ja, gell? Bestellt.
und hat die Förderung angekriegt. Jetzt ist ja die Förderung sogar noch mal ein bisschen erhöht worden. Und jetzt hat er das Auto für rund, ich glaube so um die 15,5 oder sowas bekommen. Gute Ausstattung, passt. Und sehr viele sagen halt jetzt auch, du, für 15.000 Euro grob kriege ich keinen so einen Akku für zu Hause. Da zahle ich weitaus mehr für weitaus weniger, weitaus mehr Geld, für weitaus weniger Kapazität. Ich weiß gar nicht, was die Kosten momentan, so 15 Kilowattstunden Hausakku, glaube ich, bist du auch schon bei 15.000 Euro, irgend sowas. Und da haben sie dann noch gesagt, ach siehst, und dann kann ich halt noch, damit kann ich dann sogar noch spazieren fahren oder in Arbeit fahren damit. So. Dann sage ich mir, naja, ganz so ist nicht, weil du kannst ja den Strom nicht fürs Haus brauchen. Bei deinem Hausakku würde das funktionieren, aber beim Autoakku nicht. Wobei es so auch nicht stimmt, weil beim Auto-Akku würde es eigentlich schon funktionieren. Die Funktion, die bidirektionale Funktion, muss freigeschalten sein. Jetzt überhole ich mit wahnsinniger Hypergeschwindigkeit einen Bulldog. So. Da fährt er, der Lümmel. So. Und wenn diese Option mal freigeschalten werden würde, dann wäre das natürlich eine Gnade Wiesen. Das war natürlich wahrscheinlich noch mehr Kaufargument als 6.000 Euro Prämie. Ja, natürlich sind 6.000 Euro Prämie nicht ohne, aber wenn es dann heißen wird, du kannst dein Haus damit nachts befeuern, was du tagsüber reinladest, dann wird sich keiner mehr ein Hausakku kaufen, sondern wenn, dann wahrscheinlich ein E-Auto. Ja, also ich habe Leute, die interessieren sich jetzt für E-Autos, ich habe Leute, die kaufen sich E-Autos, kurz vorm Urlaub ist einer auf mich zu. Klopfen kommen, ey Volker, ich hab's getan. Sag ich, sehr schön. Ja, ist langsam Zeit geworden in deinem Alter. Hm? Was hast du getan? Ich habe ein E-Auto gekauft. Ach so, ja so meinst du das? Ja, was für eins? Ja, ein Renault Zoe. Sag ich, super, einwandfrei. Wie bist du jetzt da drauf gekommen? Ah, ist ein Gebrauchter und der war eigentlich nicht teuer und du kannst... Also er hat jetzt die Möglichkeit gehabt, den Akku zu kaufen und das ist ihm lieber, hat eine Garantie drauf und so weiter. Also viele kommen langsam auf den Gedanken, sich wirklich mal Gedanken zu machen. Das ist ja schon mal was. Einige kaufen sich wirklich ein Auto und andere zum Beispiel, die schon ein E-Auto haben, wie zum Beispiel eine Kollegin von mir, die ist früher mit mir mal in die Schule gegangen. Hallo Marion. Falls du das siehst, ich gratuliere dir recht herzlich zu deinem wunderschönen Model 3. Ach, was für ein herrlich schönes Auto. In Schneeweiß. Sie haben, also ihr Mann und sie haben eine Renault Zoe gehabt vorher und einen Twizy. Mit dem sind sie auch öfter in die Arbeit gefahren und am Wochenende einfach mal so ein bisschen rumgeheizt. Dafür hat er vollkommen gereicht. Und die sind jetzt aufgestiegen von einer Zoe zu einem Model 3. Ich meine, es sind ja nicht unbedingt verwandte Autos, ja, sondern sie ist einfach überzeugt von dem ganzen Fahrzeug, von dem Konzept, so dass sie auch gesagt hat, eigentlich wollten wir nicht so viel Geld ausgeben für ein Auto, aber für sie macht es trotzdem Sinn, also für beide, und deswegen sind die umgestiegen. Ich habe noch einige Situationen gehabt, zum Beispiel ein anderer Arbeitskollege, der hat erst ein normales Auto gehabt, dann hat er gesehen, dass ich ein E-Auto fahre, dann haben wir sich ein bisschen drüber unterhalten. Da hat er sich einen Passat GTE, heißt der glaube ich, gekauft, also einen Hybriden. Den hat er dann immer bei Siemens geladen und daheim hat er auch eine riesen Photovoltaikanlage. Und er hat aber den Platz gebraucht und ein Kombi gibt es irgendwie nicht als E-Auto und das wollte er eigentlich auch nicht. Und ich habe damals nur zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob du den lang haben wirst, weil dir wird es irgendwann mal auf den Keks gehen, wenn du wirklich schön elektrisch fahren kannst und dann schaltet sich der Verbrenner ein. Das wird dir irgendwann mal nerven. Ja, meinst du, naja, ich glaube nicht, weil es ist ja trotzdem, ich werde ihn schon länger fahren, weil ja, er war ja nicht billig. Ja? Jetzt vor, man ist ja auch schon ein bisschen her, kommt er, sagt, grinst er von oben bis unten. Dann sage ich, was grinst denn so? Sagt er, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Sag ich, okay.
Du hast ja ein neues Auto gekauft? Du hast ja doch erst ein neues Auto gekauft. Ja, den GTE meinst du? Sag ich, ja. Ah, den hab ich nicht mehr. Okay. Warum? Ja, weil mir das am Keks gegangen ist, dass ich immer, also dass der Verbrenner halt immer wieder einschaltet, wenn ich mal ein wenig Gas gebe oder ein wenig länger fahre oder sowas. Das hat mich voll genervt. Ja, was hast du jetzt für ein Auto gekauft? Ja, einen Audi e-tron. Das musst du erst mal leisten können, ja, aber gut, von der Stellung her passt es. Und wenn er es sich leisten kann, ich vergönne es ihm vollen Herzen. Und wir haben auch natürlich ausgemacht, dass wir, wenn das Wetter mal schöner wird, dass ich mal damit eine Probefahrt mache oder mitfahre, mal schauen, und ein bisschen über das Auto berichte und auch über seine Erfahrungen jetzt von dem Auto. Man hört ja viel, er braucht viel, er ist nicht so effektiv. Verarbeitungstechnisch ja, aber weiß man nicht. Und ich möchte jetzt mal aus erster Hand hören, wie das Auto ist, ob er wirklich so ist, wie die meisten Leute sagen. Oder ob der Tesla halt ja, X-Modell besser ist, mag sein. Aber ich glaube nicht, dass der e-tron ein schlechtes Auto ist. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen sie was und das finde ich gut. Und auch das ist ein Kandidat, der sich mittlerweile von einem Verbrenner verabschiedet hat und gesagt hat, ich glaube, das macht Sinn. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, bin mal erste Schicht und zweite Schicht bei uns am Parkplatz entlang gelaufen und habe mal nur die E-Autos gezählt, also nur die reinen E-Autos, ohne Hybriden, weil ich kenne ihn nicht. Die meisten kenne ich nicht. So, und reine E-Autos, da ist halt alles dabei, da ist eben ein e-tron dabei, i3, Zoe, Twizy, Soul, Kona, E-Golf, welcher war denn noch dabei, wer steht immer dort noch, ein Audi A2, ein umgebauter, da möchte ich auch mal ein Video machen, dann ein Nissan Leaf 2 und so weiter. Solche Autos stehen da dort, also von günstig bis richtig Asche. Ja, demnächst kommen Apps noch dazu, neue und so weiter. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin mir mal durch die erste und zweite Schicht mal rumgegangen und habe gezählt auf dem Parkplatz insgesamt 65 E-Autos. Es ist natürlich bei 4.000 bisschen oder gute 4.500 Leute und keine Ahnung 2.000 Autos ist das erst einmal nicht viel. Aber ich finde es schon viel. Das ist eine versteckte Menge, wo keiner so richtig registriert. Aber langsam kommt die Sache ins Laufen. Und das finde ich klasse. Gedankentechnisch kann man sich jetzt natürlich seinen Gedanken machen und sagen, ja, E-Auto, Umwelt, ja, aber da habe ich schon mal ein Video gemacht. Mobilität allgemein, und es ist egal welche, ist einfach umweltschädlich. Schlecht für die Umwelt. Ist so. E-Autos machen da eigentlich auch nicht die Ausnahme, sind umwelttechnisch besser aufgestellt, ja. Aber eigentlich sind sie immer nur schlecht für die Umwelt. Die besten Autos wären eigentlich die Autos, die man gar nicht baut. Ja, hätte Kommentare gerne erwünscht. das war's schon. Was habt ihr für Meinung? Seid ihr dabei und sagt, ja, ich habe immer wieder in den Kommentaren, ich habe noch kein E-Auto, schau aber langsam, dass ich eins bekomme und dass ich mir demnächst eins kaufen will, oder sagt ihr schon, ja, ich habe mir jetzt vor kurzem auch erst eins gekauft, oder ihr sagt, es kommt langfristig für mich erst gar nicht in Frage, weil halt irgendwas nicht passt, Infrastruktur, Anhängerkupplung, Preis, Reichweite und so weiter. Es kommen jetzt sehr, sehr interessante Autos raus. Mein nächstes Auto wird ja, also momentan schaut es so aus, als würde das ein Auto werden, das ich in diese VW-Trillinge-Schiene schick. Es soll angeblich ein kleiner Kia kommen. Oder was, ein Hyundai?
Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich nochmal schauen. Wenn ich es weiß, blende ich es ein. Wenn nicht, muss ich nochmal André sein Video anschauen, weil da hat er es nämlich vorgestellt, das Auto. Und so von der Größe her reicht mir ein Ab locker. Und ja. Interessant, weil einer war zum Beispiel dabei, der hat einen VW Up gehabt, einen Verbrenner, und der hat den VW abgemeldet und hat sich eben einen neuen gekauft, und der fährt schon mit dem neuen Up umeinander. Mit dem E-Up, mit dem neuen, mit der 230er Batterie. Und ich habe ihn noch nicht gesehen jetzt. Vor dem Urlaub hat er gesagt, dass er sich das Auto jetzt gekauft hat und dass er das jetzt anmeldet. Das heißt, es müsste er eigentlich jetzt schon rumfahren damit. Und wenn ich ihn sehe, werde ich ihn mal darauf ansprechen, und vielleicht gibt es wieder Neuigkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass er grinsend hinterm Lenkrad sitzt und vielleicht sogar blöd in die Kamera redet. Man weiß es nicht. Das war's. Eure Meinung ist gern gefragt, unten reinschreiben. Und wenn nicht, dann einfach auf weiter drücken. Servus sagt locker. Euer Volker.